Thank you.
Wollen, schnelle Abschlüsse auch haben wollen. Das wird sicherlich. Der Fehler ist vielleicht vorher, David Eichele muss sehr hart arbeiten gegen den Nummer 15 Back, der sehr physisch um eine Position kämpft. Und damit hat David Eichele ist aus der Position zur Hilfe gekommen, nicht gekommen. Und das hat es dann einfach gemacht für den Drive. Ja, der war gut vorbei. Ist leider der Ball noch gestrippt worden. Glück, dass er da im Ballbesitz bleibt. Noch 11 Sekunden auf der Uhr. Es ist jetzt wichtig, gute Abschlüsse zu kriegen, dass man aus Speyerer sich nicht schnell in den Hintertreffen kommt. Carlos mit dem Dreier. Sehr schön. Wir haben jetzt ein paar gute offene Abschlüsse gehabt. Leider sind die Dreier noch nicht gefallen. Das war jetzt wichtig, dass er jetzt jemand fällt. Genau. Ja. Starker Pass. Und DJ mit dem Block. Eichel mit dem Rebound. Sehr gut. Ja. Ja. Jetzt ist Jalla mit dem Drive. Wird ja gefoult. Das war ein Foul. Ja. Ja. Schöne Hangtime. Schön den Körper reingestellt und dann ja den Kontakt abgeballt und oben gut verwandelt. Und damit die Chance auf den Ausgleich für Dennis Diala an der Linie. Vielleicht eine andere wichtige Sache. Es scheint fast, dass Beck der einzige richtige Center ist bei Röndorf. Vielleicht auch was, was man passieren kann, den Ball zum Korb zu bringen, ja, um, oder den eben zu attackieren. Kein Spieler, der viele Minuten normalerweise bekommt, weil da jetzt eben jemand fehlt auch. So, da jetzt einfach das Pick and Roll gespielt, den Gegner verloren und Kelvin Omoyola bestraft es direkt mit einem Dreier. Das muss Speyer besser verteidigen. Okay, da ist das genau das, was du gemeint hast. Ja. Ja, das war jetzt gar nicht so offensichtlich, das Foul. Aber das nehmen wir jetzt. Jetzt kommt Ferenc Gille, Christoph Krupp geht auch raus, David Kisic kommt rein. Nummer 6 bei Röndorf. Kriegt ein bisschen mehr Minuten und scheint auch ein bisschen mehr Körper zu haben. Also da ist noch jemand, der Center sein kann. Ja. Tough Shot von Carlos, ja, aber der Carlos war drin. Carlos, ja, scheint es zu spüren, Leute. Schon der zweite erfolgreiche Dreier. 13 zu 13. Gut verteidigt. Oh,
Aber Diala am Brett, sehr gut. Setzt gut nach. Setzt gut nach. Hätte Carlos schon den, hätte schon den Pass spielen können beim, ja, beim Gehen, beim zum Korb gehen, verlegt den dann selbst und Dennis setzt gut nach. 15-13, guter Beginn. Und jetzt die Auszeit direkt von Röndorf. Guter Beginn, ich glaube auf beiden Seiten eigentlich ganz gute Quoten und ein gutes Tempo im Spiel. Mit der Verteidigung werden beide Seiten noch nicht zufrieden sein. Werden jetzt die Coaches sicherlich ein paar Adjustments vornehmen. Ja. So, Sebastian, was ist sonst los? Wollen wir kurz mal auf die Statistik schauen? Also, erste Viertel, noch 5 Minuten zu spielen. Speyer mit 15 Punkten und die Dragons mit 13. Wenn wir auf das komplette Spiel schauen, die Zweierquote 50% bei den Fizz Baskets und 17% nur von den Dragons. Die 3 Punkte sind 3 von 3 bei den Röndorfern und nur 33%, 2 von 6 von uns, aber das waren die 2 von Carlos. Also hier die Dragons etwas sicherer. Rebounds sind wir aber mit 8 zu 5 führend und von den Turnovers ist es 0 zu 0, so nichts aufgenommen worden. Und ja, der beste Run war 6 Punkte auf unserer Seite. Und weiter geht's. Kelvin am Ball gegen Simon Franke, der auch sehr schnell ist. Und wieder ein offener Dreier auf Blunt und der Rebound von Carlos. Simon Franke jetzt für DJ Spiel. Pick and Roll. Split und ein sehr schöner Pass von Carlos. Wahnsinn. Super. Toll. Sehr schön gespielt. Super schön gespielt, ja, genau. Oh, aber das ist zu einfach. Da ist ein Pass, ja, ja, da wird einmal sich nicht richtig hinbewegt und dann der offene Dreier. Und so wie wir es gesagt haben, Röndorf versucht schnelle Abschlüsse. Wenn sie offen sind, werfen wir, werfen. Da muss besser zurückgearbeitet werden, auf jeden Fall. Offener Dreier Diala, von Diala. Auch wieder schön rausgespielt von Carlos. Muss einer mal hingehen zu Bilopolvic, weil der hat jetzt schon... Oh je. Carlos mit dem zweiten Foul. Das ist immer sehr gefährlich. Ja, Carlos hat das zweite Foul in dem Fall und geht jetzt dann auf die Bank. DJ kommt zurück und auch Marco Jordovic kommt zurück. Auch bei den Gästen kommt jetzt Rosic, ein kleiner Guard ins Spiel. Und auch die Nummer 11, Diallo, kommt ins Spiel. Ja, Blunt gibt doch recht viele Werfe. Ja, Rosic ist gerade mal 18 Jahre alt. Simon mit dem schönen Pass auf Diala. Ja, super Pass, super Pass, super Penetration. Genau seine Stärke ausgenutzt, Simon. Und dann schön Dennis Diala und am Korb gefunden. Gut gemacht. Ja, man muss sagen, Röndorf, also auch da in der Vorbereitung, Röndorf mit dem 18-Jährigen jetzt auf dem Feld, aber gar nicht mal, so gehört sicherlich nicht zu den jüngsten Teams in der Liga. Wir haben hier schon, ja, 17-Jährige und 18-Jährige gesehen, die Mannschaft ist trotzdem noch recht jung, alles Anfang 20 durchweg, also aber, und vielleicht eben mit dem Ticken mehr Erfahrung als die ein oder andere Mannschaft, die wir hier schon gesehen haben. Ja, wie Ulm zum Beispiel. Ja. So wie Ulm, wie Frankfurt, genau, da waren ja schon noch ein paar jüngere Mannschaften, klar. So, Simon Franke jetzt gegen den angesprochenen Rosic. Lass den Ball raus, Diala penetriert, attackiert. Oh. Kriegt leider den Foulpfiff nicht.
nach dem Penetration. Aber ich glaube, genau richtig gemacht. Da hat er wieder attackiert vorne. Beck jetzt mit 2 Fouls im Spiel. Und dem einfachen Dank auf der Gegenseite. Das ist natürlich zu einfach. Oh, da verliert er aber aus meiner Sicht selbst die Kontrolle. Aber Marco. Ja, den Pfiff muss man vielleicht wohl nicht trotzdem geben. Ey, ich glaube, er geht so ein bisschen mit der Hüfte noch vor. Damit geht Diallo für 2 Schuss an die Linie. Gucken wir kurz auf die Tabellensituation. Also Speyer mit dem ausgeglichenen Punkteverhältnis 12-12 vor der Partie. Da war auch Ludwigsburg heute Mittag noch. Die haben jetzt gerade gewonnen gegen Frankfurt. Das heißt, die haben schon mal 13-12. Fellbach hat auch gerade eben gewonnen gegen Erfurt. Und damit auch 13-12. Sodass Speyer sicherlich da auch ein bisschen unter Zugzwang ist. Nachzulegen. Die anderen Partien sind am Laufen. Der trifft heute noch, da ist noch Willing in Schwenning gegen Breit-Gülsbach, das ist nicht entscheidend, aber Leitershofen und Coburg spielen auch noch und das könnte auch noch entscheidend sein um die Playoff-Plätze. So, auch wieder hier, Simon Franke attackiert, findet den frei, David Pisic in der Ecke. Ja, ein starker Shooter. David Pisic genau, sein Spot, gute Position, fällt mir gut, dass Simon Franke gleich das Brett attackiert. Diallo mit dem Dreier. Eieieiei. Er war ein bisschen überhastet. Ja, aber guter Rebound. Aber ich glaube, er hat den Gegenspieler nicht gesehen und hat gedacht, Christoph Rupp hat die freie Bahn. Aber Christoph Rupp hatte die freie Bahn eben nicht. Nummer 26, Silic mit dem Foul unten, ja, an Marco. Das sind Teamfouls, das heißt, Marco Dordovic geht an die Linie direkt. Ich glaube. Ja, kurze Info mal noch an die Zuschauer am Livestream. Wir haben leider wieder etwas Probleme. Der Livestream ruckelt. Und es liegt an unserem Hallen-WLAN. Wir haben leider hier keinen Glasfaser. Und versuchen weiterhin dran zu arbeiten. Der Ton soll wohl gut sein. Schreibt es bitte auch in die Kommentare, wenn er uns gut versteht. Dann versuchen wir etwas mehr von dem Spiel zu kommentieren. Also die Spielzüge genauer zu beschreiben, dass ihr das vielleicht nicht so geruckelt dann erkennt, dass wir das dann euch etwas näher bringen. So, Rosic am Ball. Speyer 3 vor, noch eine Minute. Silic jetzt, Linkshänder. Mit dem Dreier. Und da ist der Ausgleich. Ja. Simon und Der zählt. Ja, Simon attackiert den Korb. Das ist gut. Also ich glaube, er hat jetzt Erfolg 3-mal gehabt mit der Penetration. 2-mal gut den freien Mann gefunden und jetzt einmal selbst abgeschlossen, and one. Ja. Davon wollen wir noch mehr sehen. Das Mismatch muss einfach gesucht werden, genau. Ja, und gar nicht mal im Low Post und versuchen irgendwie aufzuposten, sondern den Mann eben aus dem Dribbling attackieren. Da ist er sicherlich schnell genug für. So, jetzt kommt Matija Basic für DJ. Für die letzten 40 Sekunden im ersten Viertel. Wieder das Pick and Roll, der Switch bei Speyer. Silic geht zum Korb und kriegt auch hier wieder den leichten Kontakt, ja, von Marco. Aber den kann man auf jeden Fall geben. Ja.
Ich denke mal über seine starke linke Hand. Das kann man sicherlich auch gucken, dass man das besser verteidigt. So, Silic an der Linie. Hier vielleicht zu erwähnen, die ganze Mannschaft, das mit Abstand beste Freiwurfteam in der Liga, werfen da als Team, glaube ich, 76%, also wirklich, wirklich eine gute Quote. Und hier auch mit zwei Treffern. So, 27 Sekunden ist ein Angriff. In der Regel wird Röndorf nochmal an den Ball kommen. So, jetzt hat Röndorf ein bisschen reagiert, hat jetzt Blunt gebracht gegen Simon Franke. Leider der Pass ein Ticken zu weit nach vorne. David Pisic war frei für den Moment. Aber der Pass war nicht ganz genau. Mattea mit dem Einwurf. 5 Sekunden auf der Uhr. Rupp am Ball. 10 Sekunden zu spielen. 5 genau, Sekunden jetzt noch. 7, 6. Simon mit dem Dreier. Stark. Kommt. Yes. Okay, wir gehen mit 4 Punkten in die Viertelpause. Simon Franke kommt schlecht. Sehr gut raus. 6 eigene Punkte, 2 Assists mindestens. Super gut. Also Punkte sehr ausgeglichen. Ich glaube, beide Teams können mit der Offensive sehr zufrieden sein. Ich glaube, die Quoten sind extrem gut. 28 oder auch 24 Punkte. Ich glaube, die Defense bei beiden Mannschaften sind das, was die beiden Coaches nicht happy macht. Ja. Was entscheidend sein kann, es sind noch so ein bisschen die zwei Fouls von Hidalgo, aber auch Dordovic. Hidalgo wissen wir aus Erfahrung, dass wenn er anfangs viel Fouls hat, dass es sehr kritisch werden kann, dass das Spiel nicht zu Ende spielt. Da muss man ein bisschen drauf Acht geben. Wie die Julian vorhin schon gesagt hat, Beck, der Center, hat auch zwei Fouls, wurde rausgenommen. Da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Röndorf wird weiter mit Rosic spielen jetzt. Bin ich auch etwas verwundert, warum Omoyola da nicht mehr Vertrauen bekommt oder eben geschont wird. Für die Crunch-Time vielleicht. Ja, also um auf die Quoten nochmal zu kommen, die sind doch gar nicht so überragend, wie ich mir es gedacht habe. Aber 35% Field Goal bei Röndorf, bei Speyer 52%. Vor allem nah am Korb schließt Röndorf nicht gut ab mit 2 von 10 aus dem Feld. Im Zweierbereich. Rebounds sehen wir. Ja, Beck wieder zurück, macht gleich 2 Punkte. Im Nachlangen, im zweiten Versuch. Oi, Simon mit dem Fehlpass. Etwas Glück für die Beast Baskets. Ball geht ins Aus. Einwurf Röndorf. Ja, das war ein bisschen unglücklich jetzt von Simon Franke, den Ball da weggeworfen. Ich glaube, er wollte den Entry Pass auf David Eichel spielen. Der hat aber gar nicht so richtig damit gerechnet. Rosic mit dem Dreier war knapp am Foul aus meiner Sicht. Ja, also da ist der Fuß auch von Rosic ein bisschen rausgegangen. Ja. Also ich glaube, No-Call ist da schon in Ordnung. Aber jetzt schnelle Punkte für Röndorf, direkt 5-0 und jetzt
nochmal 2 Punkte und die Auszeit. Filipovic, ja. Ja, das ist jetzt schon zum dritten Mal, wo Filipovic da einfach alleine an der Dreierlinie steht. Er stand zum Glück auf der Linie. Das habe ich auch gesehen, ganz klar. Warum, auch wenn sie sich da beschweren. Ja, ich glaube, sie beschweren sich über das nicht gegebene Foul beim Dreier. Also, ich glaube nicht über den... Ah, vom Rosic meinst du von vorher? Ja. Ah ja, genau. Ja, da sieht man es. Ja, also das sind genau die Situationen, die man jetzt versuchen muss zu unterbinden. Also wir spielen gegen den ersten, Röndorf, und man darf die nicht ins Laufen kommen lassen, man darf denen keine Runs geben. Und deswegen ist jetzt wichtig, dass in der Auszeit die richtigen Sachen besprochen werden und jetzt wieder eine positive Offense bei rauskommt. Ja, du hast gesagt, Filipovic ist jetzt erstmal der Topscorer bei Röndorf mit 8 Punkten. Ja, weil Omoyola weiterhin auf der Bank, hat erst einen Foul. Ja, und eigentlich gutes Tor, hat 2 von 2 aus dem Feld und ein paar Freiwürfe. Gute Penetrations gespielt, also, oder? Ja, wollte stecken. Er wird sicherlich gleich wieder kommen. Jetzt wieder mit dem Spiel am Ball. Oh, da hat er den schön ausgefaked und Jumpshot drin. Das ist quasi ein Freiwurf für ihn. Ja, sehr schön von DJ. DJ mit 4 Punkten. Ne, der zählt nicht. Schiedsrichter zählt das ganz klar an. Rosic schlägt da Franke zu einfach. Kriegt dann das Foul. Einwurf von der Seite. Ja, auch gut gemacht, ja. Ja, der Rosic, der extrem viel Speed auch dabei, ja. Landt jetzt gegen Diala. Raus zu Filipovic. Schon wieder. Puh, Glück gehabt. Eieiei. Ja, das ist ärgerlich, weil Eichel hatte den Ball schon in der Hand. Jetzt hat Blunt zum Glück verlegt und der Rebound ist bei Speyer. Pass nach draußen zu Rupp. Franke hat wieder attackiert und wieder kommt was dabei rum. Findet Christoph Rupp in der Ecke und der trifft den Dreier. Sehr schön. 1 Punkte Führung für Speyer. Hier wieder der erste schnelle Schritt von Rosic. Simon wird umgepumpt beim Rebound wahrscheinlich. Ja, Christoph Rupp bringt jetzt den Ball. Eichel könnte sich mal anbieten. Ja, kommt zu Block. Dreier von Rupp. Nimmt den Dreier. Na gut, er war erfolgreich Simon beim letzten. Simon kriegt den langen Rebound. Und nutzt das Mismatch aus bei der Penetration. Simon Franke gefällt mir sehr gut offensiv. Defensiv hat er hier noch und da noch. Aber offensiv. Er attackiert den Korb, ist sehr erfolgreich mit den Pässen, mit eigenen Entscheidungen zum Korb. 8 Punkte, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gutes Spiel von Simon. Simon. 3 Punkte Führung, ja. Ja. Vier Punkte Führung, ja. Bei den Rebounds, die Röndorfer ein bisschen vorne mit 16 zu 13. Ansonsten alles relativ ausgeglichen. Die Wurfquoten
etwas besser bei Speyer hier. So, Kelvin wieder zurück im Spiel. Hast du noch was zu den Statistiken? Ja, genau. Kelvin bringt den Ball gegen Simon. Plant mit dem Block. Und Kelvin. Ja, das war der eigene Mann. Ja. Der eigene Mann auf den Hinterkopf geworfen. Von da aus ins Aus, ja. Was auffällt, Speyer wieder in der Verteidigung mit sehr, sehr viel Switch-Verteidigung. Vor allem die Klein-Klein, aber auch Klein-Groß. Also sie scheinen Mismatches nicht zu scheuen. Oh, ein Offense-Foul beim Block. Wahrscheinlich von Christoph Rupp, nehme ich an. Ja, die 11. Das Offense-Foul hier. Sein erstes Foul. So, jetzt den Ball wieder zurück zu holen. Und auch hier wieder Switch-Verteidigung. Und der Dreier wieder von Pilipovic. Da muss man mal zumachen. Ja. Glück gehabt. Ja, der war ein bisschen weiter. Jetzt mal rein zu der Eichle. Da hat er ein Mismatch. Denke ich mal, kriegt auch den Foul. Ja, gut. Das erste von Pilipovic, falls er es bekommt. Ja. Ist, glaube ich, eine gute Lösung. Das haben sie jetzt eigentlich noch nie richtig gespielt, David Eichel im Low-Post den Ball zu geben. Da kann man ihn auch eigentlich direkt mal anpassen, auch nach dem Einwurf. Da haben wir diese Saison schon ein paar Sachen auch gesehen, die da funktionieren. 5 Sekunden auf der Uhr, Wurf von Simon, wow. Ja, der hat sich heute was vorgenommen. 10 Punkte von Simon. Schwerer Wurf, David Eichel macht den sehr, sehr schwer. War auch nicht die beste Entscheidung. Ah! Und da hängt er! Da hängt er. Da hängt also der Ball natürlich. Ja, der Ball hängt da. Ja, die Wilson-Bälle haben einen enormen Grip. Das macht echt Spaß, auch mit den Bällen zu spielen. Aber da sieht man auch, wie einfach der Hänge bleibt dann zwischen Brett und Korb. Und Ring. Ja, es war nicht die gewohnte Situation, weil der hing so ein bisschen unten. Ne? Ja, also, das stimmt, ja. Mal hängt er oben. Aber dadurch Sprungballsituation und Eichel am Ball. Speyer kriegt den Ball nochmal. Ah, gute Glück gehabt. Gute Idee, weil DJ hat eine gute Position gehabt, kriegt aber den Ball leider nicht. Kelvin ist kurz dran und dann aber Speyer kriegt den Ball zurück. Ja, jetzt war ein kurzer Auszeit der Schiris. Die Uhr wird jetzt nochmal runterlaufen gelassen. Keine 14, sondern volle neue 24 dann, so wie es. Volle Ballkontrolle und dann. Ja, das ist die Frage. Vom Rückfeld wieder neu. War es volle Ballkontrolle, ist die Frage. Haben sie entschieden jetzt. Werden es wie Ballkontrolle, ja. Also 20 Sekunden, 17 noch verbleibend jetzt. Auch Röndorf in der Mann-Mann-Verteidigung mit einer Menge Switch-Verteidigung. DJ Tough Shot, wow. 1 gegen 1, den wollte er mit Fadeaway gegen den Verteidiger mit dem ausgestreckten Arm sehr schön gemacht. 8-Punkte-Führung für Speyer. 5,5 Minuten noch zu spielen. Buck mit dem Ball gegen Diala. Crossover. Schiebt mit der Schulter, macht ihn rein. Ja, da hatte Christoph Rupp keine gute Position, deswegen hat er die Hände weggelassen. Und dadurch einfache 2 Punkte für Buck. Schöner Pass. Eichel. Da muss er noch mehr zum Korb gehen. Ja, und hoch auch. Mit den Händen hoch. Er muss den Kontakt eigentlich erwarten. Ne? Also, und dann strong. Kurzer Ball, Rupp mit dem Rebound. Carlos bringt den Ball. Im Hintergrund ist Simon zu sehen auf der Massagebank. Wieder Fehlpass hier. Und der Dunking. Ja, schlecht verteidigt, nach hinten gearbeitet. Gille.
Carlos mit dem Korbleger. Ja. Ja, gut mal die Transition nach vorne gespielt. Ja. Das, was gerade nach hinten nicht gut funktioniert hat, jetzt nach vorne gut gespielt. Weiter 6-4 für Speyer. Weiter viele Punkte im Spiel. Oh, oh, jetzt ein leichtes Fehler. Auch hier einmal. Interessant, auch das habe ich in der Vorbereitung gesehen. Röndorf mit dem wenigsten Turnover in der Liga. Das war so einer, den man jetzt vom Tabellenprimus nicht unbedingt erwartet. Einfach den Ball verloren an der Seitenlinie. Ja, Simon ist wieder zurück. Der hat sich kurz behandeln lassen auf der Massagebank. Bringt jetzt auch den Ball gegen Silic. Oh, da wird fast umarmt. Franke. Und da das Foul. Ja, kriegt das Foul. Beide Schiedsrichter haben das gepfiffen, also das ist schon okay. Und die pfeifen den Einwurf. Das war schon sehr in der Wurfbewegung, meinst du nicht? Doch, definitiv. Simon. Simon hat wieder den Ball. Oh! Ja, wieder ein. Ja, Filipovic. Das zweite Foul. Aber da kann der Ball ruhig ein bisschen häufiger hin. Ja, er hat sehr, sehr selten den Ball. David. Und der Ball kann hier wieder raus. Also der muss ja dann nicht zum Korb, ne? David mit Ball. Carlos gegen Silic mit dem Dreier wieder aus der Bewegung. Ja, der hat reingeguckt. Schade. Ja. Und wieder kommt Röndorf. Oh, da stehen sie. Nein. Eieieiei. Ja, vielleicht nicht direkt Eichel vorne dran gestanden. Eichel hat eine gute Position. Also Eichel kann das Foul nicht kriegen. Drei und. Nee, ich glaube, Diala hat das Foul. Ah, okay. Ja, Diala hat das Foul bekommen. Jola wieder raus und aber drin. Aber wieder die Transition. Also Röndorf ist immer am Fastbreak dran und da und müssen wir. Und es war eigentlich die zweite Welle. Also Speyer steht eigentlich gar nicht so schlecht. Aber sie können den Drive nicht stoppen. Das macht Röndorf sehr aggressiv, dann wirklich auch zum Korb zu gehen und versuchen, das Foul zu ziehen. Einer vorbei, Ball bei uns. Carlos hat den Rebound. Gut. 5 Punkte Führung, 3,5 Minuten. Pass auf David und. Ja, der Verteidiger hat. Eieiei. Und Carlos, den Floater. Auch nicht, David. Carlos, oh. Eieiei, da ist ja was los hier. Oh, jetzt will ich nicht am. Und? Jetzt will ich nicht am Statistiktisch sitzen. Was war da denn los? Hui. Da waren ein paar Rebounds, ein paar Missed Shots, ein paar Turnover. Was war das alles? Das war witzig, gell? So, das waren. Am Ende wurde dann ein Sprungball gepfiffen und Röndorf kommt den Ball besitzen. Aber da waren ein paar leichte Chancen eigentlich dabei. Definitiv. David als auch definitiv. Carlos. Schade, dass sowas dann. Nicht reingeht, ja. Rosic attackiert. Sehr schnell. Der offene Jumpshot, aber daneben. Ja. Ja, David Eichel ist sehr weit abgesunken. Dadurch den Jumpshot ermöglicht. Aber ich glaube, das muss dann nachher gegen den Schnellen. Und dann lassen wir lieber den Schuss zu als den Korbleger oder Floater. Ja. In dem Fall hat es sich gut ausgezahlt. Drei Sekunden. Du musst den Abschluss jetzt eigentlich nehmen. Nimm die now. Ja. Fade away Jump Shot. Gut. Schwieriger Wurf. Sehr schön, das von Dennis zu sehen. Das war eigentlich eher ein DJ Woodmore-Wurf. Ja, absolut. Aber den hat er sich gut abgeguckt. Aber den macht er auch öfters. Also es ist nicht so, dass er den zum ersten Mal macht. Halbzeit muss da sein. Eieiei. Irgendwie ist der Ball dann doch wieder. Ja, wenn der Ball da einmal auf dem Boden ist, da waren wir ein bisschen nicht schnell genug.
deswegen einfach zwei Punkte zum Vorleger. Carlos sucht das 1 gegen 1. Pass auf David, sicherer Dreierschütze vorbei. Carlos holt es den Rebound. Und wieder Foul von Rosic. Das ist sein zweites Gille, Foul. Gille hebt den Arm. Mal sehen, wer es dann am Ende bekommt. Gille bekommt das Foul. Ja, die 6 bekommt. Okay. Schön gearbeitet von Carlos am offensiven Brett. Ja, offensiv Rebounds 9-5 für Röndorf. Also da muss Speyer hinten definitiv einen besseren Job machen. Aber bisher wird es noch nicht so intensiv bestraft. Speyer weiter mit einer 7-Punkte-Führung. Noch 2 Minuten in der Halbzeit. DJ kommt für Carlos. Röndorf am Ball. Rosic bringt den Ball gegen Simon. Ja, Speyer hat noch einen Foul zu geben. Mal sehen, ob sie das vielleicht irgendwo... Jumpshot von Rosic. Ja, da also... Trifft. Ein bisschen arg offen. Ja, wieder die Kommunikation nicht gestimmt. Ich glaube, Simon wollte das Switch haben. Der andere Verteidiger hat nicht mitgespielt und damit ist Rosic mit einem einfachen Dribbling zum Abschluss gekommen. Mit dem Zweier. Vorne ein offener Dreier, der ist okay. Rosic gegen David, Pick kommt von wieder das, Filipovic. Wieder ja. Das Switch, aber wieder nicht David kann hier nicht genügend für den Rebound kämpfen, aber DJ holt den Rebound. Und jawohl! Sehr schön gelaufen. Der Trailer! Ja? Oder? Sagen wir doch dazu. Wie früher. Haben wir bei der U12 gelernt, den Trailer mitzunehmen. Stark. Aber wie er da unterm Korb durchtaucht, der David, ja? Anstatt einfach das Ding da reinzutanken. Ja, man könnte es Hangtime nennen. Ja gut. Drin ist drin, sind 2 Punkte und jetzt schießt er das Ding noch rein. Dann wäre das eine 8-Punkte-Führung erstmal. Ja. Marco. Zur Belohnung darf er raus. Ja, darf sich ausruhen. Röndorf zieht nach. Auch Röndorf kommt jetzt nochmal mit Beck ins Spiel. Gille geht raus. Ja, Gille hat eigentlich einen wirklich guten Job unterm Korb gemacht, muss ich sagen. Ja, vorne ein bisschen abgeräumt, ein paar Rebounds geholt, aber auch ein paar einfache Korbleger verlegt. Also, oh, Simon mit dem Rebound oder Steel und dann. Steel und dann den einfachen 2 Punkte. Jetzt mit einem zweistelligen Vorsprung zum ersten Mal, kurz vor der Pause. Ah, ja. Da steht Beck sehr gut und der Block wird sehr toll genutzt, einfach zum easy Korbleger. So, vielleicht der letzte Angriff von uns. Simon will noch die Uhr ein bisschen runterspielen. 8 Sekunden, 7 Sekunden der Dreier. Zu viel, DJ mit dem Ball, passt zurück, wieder Franke mit dem Dreier. Wow! Den drückt er direkt ab. Mit sehr viel Selbstbewusstsein, obwohl er den davor verworfen hat. Noch 5 Sekunden, 3, 2, 1 und aus. Okay, Game Over. Oder gut. Nicht Game Over, Halbzeit. Ja, sehr stark. Wir gehen mit 11 Punkten gegen den Tabellenführer. Und sehen uns in 15 Minuten wieder. Von der Bank Simon Franke mit 15 Punkten. Sicherlich herauszuheben aus der... Ist ja doch Teamleistung. Ja. Sehr gute Quoten, 53 Punkte in einer Halbzeit. Da kann man nicht meckern. Hoffentlich geht es so weiter in der zweiten Halbzeit. Carlos ist zweitbester Scorer mit 10 und auf der gegenüberliegenden Seite ist es Omoyola und Filipovic mit 7 und 8. Filipovic. Du musst es noch lernen. Ja, ich denke immer, es ist F. Mir gefällt das irgendwie besser. Aber du weißt ja, wie gut ich bei Namen bin. So, bis später. Gleich, ja. Ciao.
Thank you.
So, wir sind zurück hier in Speyer. Ich hoffe, der Livestream funktioniert und man kann mich hören, weil es gibt ein technisches Problem am Anschreibetisch. Mein Co-Kommentator Sebastian ist dorthin geeilt. Das heißt, ihr hört jetzt erstmal nur mich, bevor es losgeht. Gucken wir kurz auf die Stats der ersten Halbzeit. Also Speyer führt mit 11. Die Dreierquoten sind identisch. Die Freiwurfquoten sind identisch. Und der große Unterschied ist sicherlich beim Zweierbereich. Speyer da mit 60% und Röndorf mit 38% bei ziemlich ähnlichen Abschlüssen. Weiterer Unterschied sind die Rebounds. Speyer dominiert da 27-17. Ansonsten kann man nicht viele Unterschiede erkennen. Sicherlich können beide Teams mit der Verteidigung ihrer Mannschaft nicht zufrieden oder beide Coaches nicht mit der Verteidigung zufrieden sein. Wir müssen mal sehen, ob sich da etwas ändert in der zweiten Halbzeit. Eine Sache fällt sicherlich auf, Second Chance Points bei Röndorf, gerade mal 5 Punkte aus 6 Offensiv-Rebounds. Da haben sie doch im Zweierbereich einiges liegen gelassen. Und wir werden sehen, wie das in der zweiten Halbzeit ist.
Bayer beginnt mit der Starting 5 und auch mit dem ersten Angriff. DJ Rupp mit Pass auf Rupp. Nimmt den ersten Dreier, der hat ein bisschen reingeguckt. Leider nicht dabei. Auch Gröndorf mit seiner Starting 5. Filipovic mit einem Fehlversuch und dann im zweiten Angriff nach einem Offensiv-Rebound, aber Speyer kriegt den Ball und kann jetzt. Schöner Pass. Ja, gute Rotation, gutes Ball-Movement. Leider nicht zum Abschluss gekommen und dann das Foul von der Nummer 7 und das ist Filipovic mit seinem dritten Foul. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, keiner mit Foul-Problemen, aber jetzt Filipovic mit rein zum Anfang, zum Start der zweiten Halbzeit. Ja, kurze Info, die Anzeigetafeln der Spieler haben sich aufgehängt in der Halbzeit, daher nicht mehr zu sehr auf die Anzeigetafel schauen. Ja, da müssen wir umso mehr kommentieren. Das Scouting Online stimmt aber. Also okay. Scouting Online können wir schauen, nur nicht mal zu sehr auf die Spielernamen an der Anzeigetafel. Fehlwurf von Carlos, Rebound von DJ. Carlos erneut am Ball mit 10 Sekunden auf der Shot Clock. Lobpass zu David und David verlegt unterm Korb. Kelvin Omoyola. Mit einem Jump Shot und er ist drin. Er zieht in die Zone ein bisschen zu einfach und hat einen sehr hohen Release und einen guten Jumper. Also von daher ist es nicht so leicht, den zu verteidigen, wenn er so aus der Bewegung kommt. Eieieiei. Wieder gut zum Brett gearbeitet, David Eichel verlegt den einfachen Korbleger, dann auch nochmal den Tipp in. Heieiei, da muss er doch ein bisschen mit Schmackes ja, das Ding schon, reinmachen. Das waren jetzt schon drei Abschlüsse für David nah am Brett. Ellbogen raus und das Ding rein danken. Ganz einfach. Ich glaube, Sebastian, du musst mal wieder mehr ins Training. Ja. Heieiei. Im Individualtraining. Mit David Eilers, genau. So, es gibt eine. Nochmals eine Auszeit der Schiedsrichter. Auch hier scheint nach wie vor die Anzeige nicht richtig zu laufen. Es fehlt auch mindestens das Teamfoul auf der Hauptanzeige von Röndorf. Sebastian ist gleich runtergeeilt. Scouting hat den Tippversuch nicht mitgenommen, also waren es im Live-Scouting zwei Fehlversuche von David Eichler. Sicherlich eine gute Option nach dem Pick-and-Roll, weil Röndorf versucht alles auch wegzuswitchen, dann das Mismatch mit David Eichler unterm Korb zu suchen. Hoffentlich schafft das hier erfolgreich abzuschließen. Jetzt mal DJ Woodmore aus der Ecke. Leider vorbei und dann schnell abgeschlossen von Blunt im Fast Break mit dem linken Vorbleger. Wieder gut freigespielt von Carlos Hidalgo. Jetzt sitzt er von Eichele.
Gleich zwei Punkte, schön rausgespielt. Aber das war sehr ambitioniert von Omoyola. Er wollte, glaube ich, das Foul haben. Kriegt es nicht. Carlos in der Transition verwirft den Dreier. Wieder Eichele mit dem Tipp und dann auch wieder mit dem Rebound. Rupp mit einem reinen Dreier leider vorbei. Rebound bei Omoyola. Blunt attackiert wieder den Korb. Kriegt das Foul und schließt ab. Jetzt auch Carlos mit seinem dritten Foul. Also zweimal jetzt fast die identische Situation. Blunt kriegt den Ball an der Mittellinie und penetriert eigentlich bis zum Korb mit zwei Punkten. Das kann man, sollte man vorher lösen, vielleicht sogar vorher faulen. Noch nicht im Bonus, das heißt, man nimmt das Foul, Ball geht zum Einwurf. Das ist sicherlich eine Möglichkeit gewesen. Hinten jetzt Eichele mit dem Rebound nach dem Fallwurf. Simon Frank jetzt für Carlos im Spiel. Tough Shot, DJ mit dem Hand im Gesicht trifft er aus 4 Metern. Schöner Wurf. Wichtig für Speyer. Pilipovic mit einem Airball. Okay, Blunt mit dem taktischen Foul. Ich frage mich noch, wo es taktisch ist und wo es ein unsportliches ist. Ja gut, er ist mit der Hand schon Richtung Ball gegangen. Ich glaube, es war ein cleveres Foul, kann man schon geben, dass er war jetzt nicht grob unsportlich. Also finde ich schon. Okay, Christoph Rupp geht schön den Split. Also wir haben ihn overplayed beim Einwurf. Der Pass geht direkt hin, er kann zum Korb ziehen, kriegt den Push in den Back. Relativ spät. Ja, aber fit, glücklich. Aber, ja, also den muss er eigentlich noch zusätzlich machen. Es geht er für zwei die Linie. Der obere Schiedsrichter wollte es gar nicht pfeifen. Der untere hat erst spät gepfiffen. Ich glaube, der obere sieht es schwer, ne, wenn der Push von hinten kommt, aus dem Winkel. Trotzdem muss Christoph den eigentlich machen. Und auch die Freiwürfe. Ja. Hi. Zweite Vorwurf daneben. Auch jetzt wird wieder gepusht von Blunt. Jetzt in dem Fall mal ein bisschen besser aufgenommen, aber auch da geht er wieder zum Korb. Sehr viel Power. Franke mit dem Rebound. Den Push auf der anderen Seite. DJ mit dem Jumper. Wow. Der führt es heute auch. Ja. Sehr gute Quote aus dem Feld. Ja. Hoch abgelegt von Kelvin und der Rebound auf unserer Seite. Simon Franke mit dem Ball. Schöner Pass. Ja, Omoyola rotiert zurück, aber war ein Ticken zu spät und deswegen geht hier David Eichele an die Linie. Wieder sehr schöner Pass von Simon Franke. Ja. Und damit. So, Röndorf wechselt auch, bringt zwei neue Leute. Jetzt mal mit einer etwas größeren Aufstellung mit Beck, Gille und Pilipovic auf dem Feld. Das sind, glaube ich, die drei größten Spieler bei Röndorf. Jetzt mal alle zusammen auf dem Feld. Auch da lässt Speyer jetzt Punkte liegen, ja. Den dritten Freiwurf in Folge liegen. Auch, ja, aber der drin. Auch der in dem habe ich schon gedacht. Auch der hat erstmal den Ring berührt.
bevor er erstmal rausgeschaut und dann so. Ist er reingefallen. Gut so. Marco Dordovic kommt jetzt dann für David Eichele. Filipovic voll mit Ellenbogen und ja, es ist beide aber auch. Filipovic geht voll mit der Schulter vor. Ja. Diala versucht dagegen zu halten. Aber das wird jetzt spannend, weil. Okay, jetzt kommt eine Auszeit. Wo ich gerade gesagt habe, Röndorf mit der größtmöglichen Lineup jetzt mal auf dem Feld und gehen direkt in den Low Post zu einem vermeintlichen Mismatch. Mal sehen, wie ich bei jetzt darauf reagiere. Noch eine 12-Punkte-Führung. Im dritten Viertel, 5 Minuten sind bereits gespielt. So, wie sieht es auf den anderen Plätzen aus? Also Willi Schwenning ist egal, aber Leitershof ist gut genau. Für uns. Ja, Coburg führt deutlich. Und das ja, ist für uns gut. Genau, das ist eine der Mannschaften, die man hoffentlich hinter sich lassen kann, um eben einen der begehrten Plätze in den Playoffs zu sichern. Ja. Die Dreierquote bei uns mit 29%, höher bei Röndorf mit 38%. Ja, die ist jetzt runtergegangen. In der zweiten Halbzeit ist jetzt noch kein erfolgreicher Dreier für Speyer bei 0 von 5. Also 0 von 5 vielleicht. Aber es ist gut, dass bei Röndorf eben auch wenig fällt. Im Moment ist es ein 7 zu 6 in der zweiten Halbzeit. So, Röndorf schon in den Foul-Limits. Auch hier wieder die Frage, kann Speyer vielleicht attackieren und es ausnutzen? Er passt zu Simon. Frage in das Low-Mess-Match. Die Halbzeit steht extrem da. Ei, schade. Kommt aber zu einem guten Wurf. Ja. Leider der Floater knapp daneben. Und David mit einer schönen Verteidigung, passt zu Simon und der Korbleger. Sehr gut, nach vorne gearbeitet. Sehr schön. Blunt macht das Tempo wieder schnell. David Pisic im Low Post jetzt sehr aggressiv. Aber naja, also ich muss sagen, da fehlen ihm ein paar Kilo. Gile ist da mit Armbewegungen, die ich jetzt, also ja, fand ich jetzt auch nicht ganz sauber. In Foulpfiff, ich habe es nicht genau gesehen. Vielleicht hast du es besser gesehen. Aber vielleicht auch so eine Konzessionsentscheidung, den Speyerern mal einen Foul anzuhängen, weil die Verteilung eben im Moment noch unterschiedlich ist. Land macht die Seite frei, kommt aber nicht durch, gibt den Ball raus zu Filipovic. 5 Sekunden. Der muss abschließen eigentlich, tut er auch. Ja, da wird er nicht der Rebound bei uns. Ja. P für Filipovic mit P. Und das ist sein viertes persönliches Foul. Sicherlich nicht ganz unwichtig, weil er schon auch einen Impact hat für das Spiel. Und gerade weil jetzt Röndorf etwas physischer ist, bringt Karl Christoph Rupp zurück für Dennis Diala. DJ Woodmore macht den einen Freiburg. Und es bleibt bei 13 Punkte Führung. DJ am Ball, Pass zu Simon. Simon
versucht das 1 gegen 1 wieder. Ei, und hat leider nicht das Glück, dass er reingeht. Ja, zweimal hintereinander leider den Abschluss nicht getroffen. Die Aktion ist richtig. Ist auch einigermaßen freier Wurf. Und hinten jetzt trifft Rosic nicht. Guter Rebound. Pull-up-Jumper von DJ und wieder drin. Ja, DJ macht ein gutes Spiel. Wenig. Ja. Hinten jetzt auch wieder blunt gestoppt in der Transition. Gut, ja, das so. Machen sie immer zu zweit. Das müssen sie auch zu zweit machen. Der kommt aber jetzt über die Penetration gut zum Korb und schließt ab mit einem Korbleger. Beschwert sich aber auch wieder kräftig. Muss aufpassen, dass er auch keinen Take bekommt. Ah, schade. Ball ist aber zurück. Sehr gut. Oh! Christoph Rupp wirft den Ball gleich wieder weg. Ja, etwas erfahren. Und. Hä? Was war jetzt? Er hat einen Schlag ins Auge bekommen, oder was? Ja, ich glaube, er hat den. Rosic entschuldigt sich ja auch. Wurde nicht geahndet von den Schiedsrichtern. Am Ende ist es ein Schrittfehler, wahrscheinlich. Mehr wie ein Ausfall. So, die Gäste wechseln nochmal. Jetzt kommt. Verstehe ich DJ aber nicht. Tatsächlich. Er hätte ja einfach den Ball festhalten müssen und Schiedsrichter anzeigen müssen. Hey, Auszeit, Schiedsrichter Auszeit, verletzt. Bei Röndorf jetzt mit der Nummer 21. Ein Spieler im Spiel, der jetzt keine Minute bekommen hat. Auch das Trikot ist abgeklebt. Jannik verliert den Ball. Ja, nicht, hat ihn nicht verloren. Airball von. Gut verteidigt von Marco Gordovic. Simon am Ball. Oh, der war eigentlich vorbei, hatte ich gedacht. Schon den einen Schritt. Sind die Hände, das sind viel zu viele Hände dran, das ist faul, ja. Da kommt später Pfiff. So, Buck bekommt jetzt das Foul. Und damit geht David Pisic zweimal an die Linie auf. Foulspiel Nummer 2, Röndorf, zweites Persönliches. So, das ist jetzt eine Phase im Spiel, die. Vielleicht eine sehr gute Chance ist auch für Speyer mit Blunt, Pilipovic, Omoyola, alle auf der Bank gerade. Also eine gute Chance vielleicht. Dann spielt sich mit zwei Freiwürfen und der Abstand ist bei 15. Weg mit dem Dreier. Wahrscheinlich nicht seine Stärke, aber langer Rebound, der bei Röndorf bleibt. Rosic geht zum Loader. Und Rebound von Marco. 2 Minuten im dritten Viertel zu spielen noch. 15 Punkte Führung. Dreier von Marco. Der sitzt. Sehr schön. Auf. Erhöht auf 18 Punkte. Oh, nicht schlecht. Jannik ist schnell. Der will aggressiv sein. Langer Pass. Schließt nicht ab. Zum Glück war Beck. Buck dran. Buck. Aber Beck gibt's auch, gell? Glaubbar. Ja, weil das war Buck. Oder Puck. Beide gerade auf dem Feld. Ja. Dreier von David. Schade.
Ja, ganz gut verteidigt von Marco. Ja, auch ohne Foul. Es war jetzt auch wichtig, dass er das Foul nicht holt. Und dann der Ball zum Einwurf. Jetzt Mattea auch wieder mit im Spiel. Oben wird wieder alles weggeswitcht. Fuck jetzt. Rosic kann zum Korb gehen. Oh, da verliert er den Ball. Beck. Wieder der Rebound. Ja. Leider die vierte Chance jetzt sogar schon. Eine Minute noch, 8 Sekunden auf der Shot Clock. Fuck mit dem Dreier und jetzt. Jetzt haben wir den Rebound. Komm rüber. Da ist ein Mismatch, eigentlich ein größtes Mismatch. Isic gegen Rosic, aber Dreier. Rob aus der Ecke und der fällt auf. Stark. Noch 30 Sekunden zu spielen. Über 20 Punkte der Vorsprung. Bayer wird nochmal in Ballbesitz kommen, wahrscheinlich, wenn sie den Rebound holen. Okay, Foul von Rupp, ja. Das wollte er, glaube ich. Hier gibt es Einwurf. Die Röndorfer Spieler diskutieren auf dem Feld, sind sich uneins. Der Ball geht tief zu Gille, der pusht sich nach vorne zum Angriff und geht jetzt an die Linie für 2 Würfe. So, Ferns Gille an der Freiwurflinie für 2 Würfe. Und dann noch 18 Sekunden auf der Uhr. Marco mit dem Rebound, sehr gut. 15 Sekunden. Push, aber. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Mattea mit dem Wurf. Stark. Ja, das freut mich für den Jungen. Er hat nicht viel Spielzeit, aber dann wirft er aus dem Dreier rein. Dreier. Sehr stark. Sehr stark. 23 Punkte, Sebastian. Kann man das noch abgeben? Ein Viertel, 10 Minuten. Geht natürlich, geht das. Du musst es durch. Aber, glaubst du noch dran? Ja. An den Sieg definitiv. Aber an die Niederlage glaube ich nicht mehr so wirklich dran. Ja, also toll. Ja, ist so richtige Foul-Troubles haben wir, glaube ich, nicht. Wir müssen jetzt mal online schauen. Aber wir sind tief besetzt, sind alle da. Keine Doppelbelastungen mit Regionalliga, also zweite Regionalliga. Von daher, ich glaube, wir holen das Ding heim. Und es ist so ein toller Sieg wie auch gegen Erfurt. Zuschauer sind auch viele gekommen, nicht ganz so viele wie das letzte Mal. Ja. Wenn wir jetzt den Sieg heimholen hier, kommen die Playoffs doch ein Stückchen näher. Und vielleicht haben wir dann doch nochmal die Chance hier im Livestream, der vielleicht hoffentlich das nächste Mal noch ein Ticken besser ist. Vielleicht auch mit der Internetleitung, da sind wir ein bisschen an die Stadt gebunden, die uns hier in die Sporthalle Glasfaser legen muss. Das ist unser großes Problem, dass wir hier kein Glasfaser haben. Und jeder, der sich hier ins WLAN einloggt, Datenvolumen abzieht und wir haben jetzt versucht, es hier in der Halle zu kommunizieren, dass sich da keiner, der das Passwort hat, einloggt, dass wirklich nur wir hier online sind. Gut, jetzt sind wir gespannt aufs vierte Viertel. Karl bleibt bei seinen letzten 5, die auf dem Feld waren, mit Simon, Mattea, David, Marco und Christoph. Bayer dominiert weiter die Field Goal Percentage, gerade im Zweierbereich und den Rebound. Und ich glaube, das sind die beiden Schlüssel aktuell Kelvin, für die große Führung.
Kelvin ist wieder mit im Spiel bei Röndorf. Und auch, ich weiß gar nicht, Diallo hat wenig gespielt. Hatte wenig gespielt, genau. Macht aber hier auch gleich 2 Punkte. Ja, ich. Das so aus, als der Röndorfer Trainer hat fast die ganze Mannschaft ausgewechselt. So ein Viertel. Simon. Ja. Okay, kriegt war das gepusht, Foul. Ja. Kriegt das Foul. Da würde ich mir wünschen, dass er noch aggressiver dann ja, zum Korb geht. Definitiv. Den letzten, er wirft ihn immer weg, ja. Den letzten Kontakt, da lässt er sich ein bisschen zu weit wegtreiben. Da könnte er fast mit der linken Hand zu einem Korbleger gehen. Plus Kontakt. Ja. Das hat er aber auch gegen Erfurt vor 2 Wochen in so einem Highlight-Play gemacht. Da springt er einfach viel zu weit weg mit dem Floater. Immer mit Brett. Aber er muss zu Korb gehen. Ja, und der Junge, der kann hochspringen. Der könnte eigentlich den Gegner mit oder in jetzt, den Korb jetzt stoppen. Jetzt kriegen wir ein technisches Foul für Buck. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Der Trainer diskutiert es jetzt noch. Aber ich glaube, der Spieler Buck hat jetzt ganz lange beim Schiedsrichter gestanden. Sah eigentlich relativ ruhig aus, aber dann ist Schiri mit einem T-Zeichen zum Anschreibetisch gelaufen. Schauen wir mal, was die Entscheidung ist. Sie diskutieren noch. So, Sebastian, was sagt denn der Chat? Ja, der Chat, da war richtig was los, weil er eben sehr geruckelt hat. Ich hoffe, wir haben das jetzt in der Halbzeitpause etwas verbessern können, dass keiner sich hier ins WLAN reinloggt und wir volle Bandbreite für den Stream haben. Eine Frage war auch, wie es sein konnte, dass wir Kelvin Omoyola gehen lassen konnten. Ja, natürlich haben wir den nicht gern gehen lassen. Er hatte ja in Karlsruhe gespielt. Eine Saison, hat da kaum Spielzeit gehabt. Aber im Endeffekt, Röndorf ist ein sehr, sehr großer Verein mit viel, viel Sponsoren dahinter und er verdient mit Sicherheit deutlich mehr, als er bei uns verdient hat. Deshalb spielt er leider nicht bei uns. Wir hätten natürlich gerne im Team. Übertreten. Ja, das war der technische Foul-Freiwurf. Den hätte auch jemand anders schießen können. Simon hat sich dann hingestellt, trifft jetzt einen von dreien. Gut, und wir haben vorne schon 3 liegen lassen, muss man auch, oder mehrere. Ja, die Freiwurfquote ist jetzt nicht überragend heute. Oh, er kämpft sich zurück. Genau, Silic kriegt das Foul aber. Kriegt dann das Foul. Ja. Silic dribbelt sich fest und kriegt dann das Foul. Röndorfer nehmen jetzt nochmal eine Auszeit. So, 22 Punkte. Ja, die Freiwurfquote habe ich eben angesprochen. Ist ein Ticken besser als diese, die auf dem Spielfeld sehe. Es sind sogar 59%. Was so, sicherlich nicht überragend ist. Nee, natürlich nicht. Röndorf mit 64. Du hattest vorhin was gesagt von über die Saison mit 75. Ja. Ja, die Dreierquote ist so bei 36% bei uns und 33% bei den Dragons. Wir haben 9 Dreier getroffen und die Dragons haben 6 getroffen. Fouls ist Röndorf mit 6 mehr Fouls doch deutlich aggressiver, kann man vielleicht auch sagen. Ja. Und ja, höchste Führung, du hast vorhin erwähnt, war die 23 Punkte. Der größte Unterschied ist liegt sicherlich bei den Rebounds und bei den 2-Punkt-Field Goals. Ja, da sind wir bei 60%, und Röndorf hat nur eine Zweierquote von 35%. Das ist echt sehr, sehr wenig. Und wir haben das schon öfters angesprochen, bei den Plays, wo das gespielt wurde, da wurde doch oft ein Korbleger daneben gelegt auch. Ne? Bei uns war es vor allem immer Eichle, bei Röndorf war es vielleicht dann doch öfters mal die gesamte Mannschaft.
Marco am Ball. Carlos am Ball. Simon am Ball. Pass tief. Marco hat den Ball. Und Pass zu David. Und der einfache 2-Punkte-Wurf. Das macht David sehr gut. Wenn der Ball tief geht, findet er einen guten Spot. Und wenn er dann gefunden wird vom Großen mit dem Gesicht zum Korb, kann er ihn sehr gut abschließen. Also eine sehr gute Option. Wieder kein Rebound. Oh. Oh und. Oh. Fiala verliert den Ball. Und Kelvin verliert auch den Ball. Ja, also das waren jetzt 2 Turnover. Ja. Wir haben beide Seiten 6 gehabt, gerade bei der letzten Unterbrechung. Jetzt sind es, nehme ich mal, an 7. Erscheint mir immer noch als eine sehr, sehr kleine Zahl bei den Ballverlusten. Da haben wir schon andere Sachen gesehen dieses Jahr. So, Röndorf jetzt mal ein bisschen mehr Druck über das ganze Feld. Haben wir die im Spiel jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Übrigens, Blunt sitzt immer noch auf der Bank, ja, mit 3 Punkten. Hier auf der Anzeige steht 3 Punkte. Ich guck mal online. David Pisic, schöner Headfake und dann sicher abgeschlossen, auch mit einer sehr guten Quote heute. Blunt hat 9 Punkte bisher. Topscorer, hattest du gesagt. Weißt du wie viel? Ich glaube mit 17 oder sowas. Also viel, sehr verteilt die Punkte bei den Röndorfern. Jetzt Omoyola mit einer schönen Penetration und wird dann am Brett gefoult. Eigentlich nicht so schlecht verteidigt. Da waren 2 Leute. Ja, ja. Der Ball ist dann auch daneben gegangen. Wenn man nicht foult, kann man schön den Rebound abholen. Ja, aber du sagst es, Blunt gar nicht mehr im Spiel. Also vielleicht ist es auch schon so ein Zeichen. Man hat das Spiel vielleicht auch schon aufgegeben. Keine Ahnung, aus Gründorfer Sicht. Wir haben es angesprochen, sie können den ersten Platz nicht mehr verlieren. Vielleicht ganz kurz zum Modus. Sebastian, das weißt du besser als ich. Der Erste in den Playoffs spielt, der erste Süd spielt nicht gegen den 8. Süd. Also das kann nicht zu dem Duell kommen gegen Speyer, sondern genau. Spielt über Kreuz mit dem Norden. Norden, ne? Genau, richtig. Ja. Ah, da fliegt der Ball wieder raus bei Marco. Ja, genau. Also Röndorf spielt gegen den 8. aus Nord. Ja, genau. Das wäre ja nochmal so eine Sache, wo man sagen könnte, wenn es anders wäre, dann könnten sie ja auch nochmal ein Zeichen setzen gegen einen potenziellen Gegner. Ja. Aber eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich Röndorf und Speyer, also sie werden sich sicher nicht in der ersten Playoff-Runde treffen und ob sie sich danach treffen, ist auch vielleicht eher unwahrscheinlich. Ich hatte kurz vor Spielbeginn mit Kelvin gesprochen. Er wusste auch noch nicht genau, gegen wen es geht. Also auch im Norden ist es nicht sicher, wer Achter wird. Bei uns sind es ja 4-5 Mannschaften, die noch den 8. Platz ergattern können. Er hatte was von Rostock gesagt. Da können wir mal kurz online schauen, wie es da aussieht. Ja, guck mal nach Leitershofen. Wo ist denn... Also, 8. ist aktuell tatsächlich, Kelvin hat recht gehabt, Rostock ist 8. Ja. Noch 2 Spiele. Eng bei Sam ist aber Stahnsdorf noch, Sanderndorf, also da steht es eben auch noch nicht fest. Wir mussten letztes Jahr gegen Wolmirstedt ran, die gut platziert waren im Norden. Also und wie sieht es aus, wenn sich Speyer den ersten Platz sichern könnte? Würden wir, was natürlich ziemlich cool wäre, unser Kumpel Andy Abel in Köln, aber die werden nicht mehr... Bei den Rheinstars oder eben Leverkusen, beides nicht die übelsten Fahrten, das ist ja auch nicht so schlecht. Wolmirstedt war sicherlich übler. Definitiv, aber mit Leverkusen und Köln 2 Standorte, die natürlich im Basketball wahnsinnig attraktiv sind und wäre schon schön.
Speyer das sichern könnte. Konzentrieren wir uns wieder ein bisschen auf das Spiel hier. Blunt ist zurück im Spiel, gleich am Ball hier. Pack mit dem Dreier. Hat auch schon reingeschaut. Der Rebound war ja Diala. Ja, schön kontrolliert von Carlos. Spiel angesagt. Die Zeit ein bisschen runterspielen. Freier Wurf von Diala. Marco mit Rebound und easy Punkte. Ja, also ich würde sagen, das Spiel ist uns nicht mehr zu nehmen. Da ist irgendwie die Intensität auch bei Röndorf jetzt raus. Für den Ellenbogen vor, ich verstehe, warum die Schiedsrichter das nicht pfeifen. Ist tatsächlich den Unterarm als Pushing, sehe ich von Blunt hier sehr stark. Sehr schön, unterm Korb. Marco hat eine gute Position, kriegt den Ball. Filipovic hat 4 Fouls. Und dann ist es ein einfacher 2 Punkte für Marco. Sehr schön gespielt. Ja, also lass uns noch ein bisschen mehr in die Zukunft gucken. Wenn wir mit diesem Sieg kommen wir auf 13 und 12. Mit 13 und 12 steht da schon München. Mit 13 und 12 steht der Ludwigsburg. Mit 13 und 12 wird der Fellbach vielleicht stehen. Und dann ist es wirklich das direkte Duell mit München. München, ja. In München. Woche. Coburg wird heute den Platz sicher machen. Ja, es geht um Platz 7, 8, 9. Wobei Coburg ist jetzt nur noch 7 Punkte gegen Leitershofen. Also das Spiel läuft auch noch. Da ist es noch ein bisschen enger als bei uns. Die haben aufgeholt. Okay. Also Coburg kann auch noch reinrutschen und Leitershofen ist dann auch noch ein Spiel. Aber auch der 7. Platz ist noch drin. Das heißt, ich weiß nicht, ob es die Position ein bisschen verbessert, ob man dann 7. oder 8. wird. Ja, dann würden wir ja gegen Köln spielen. Wirklich, dann kannst du wirklich zu deinem Kumpel Andy Abel fahren. Wieso mein Kumpel? Ist es nicht mehr dein Kumpel? Das ist unser Kumpel. Vielleicht fahren wir zusammen dahin. Aber nur, wenn er auch hierher kommt. Zum Heimspiel. Ich glaube, der sitzt aktuell an irgendeiner Strandbar auf den Philippinen, wenn ich das richtig Überblick habe. Richtig. So. Rosic am Ball. Filipovic, Headfake, Schussfake, geht zum Korb, kriegt das Foul nicht. Ja, da war aber tatsächlich, ich habe eine Hand im Gesicht gesehen, pfeift es nicht. Der war gefährlich. Aus. Ja. Fast von der Mittellinie durch die ganze Zone passen. Das geht wahrscheinlich selten gut, auch wenn man 30 Punkte führt. So, auch bei Speyer jetzt Matea, Basic im Spiel, kriegt jetzt wahrscheinlich die letzten 5 Minuten. Schöner Pass. Ah! Rolling und rein mit dem Bild. Gut. Ja, das könnte eine sehr gute Option sein. Am Anfang der Saison hat Marco gefehlt wegen dem Fußball. Ja. Bringt jetzt viel Stabilität rein, gibt David Eichel ein paar Minuten, Christoph Kropp ein paar Minuten und sieht jetzt auch fitter aus als zu der Zeit, als er von der Verletzung zurückgekommen ist. Also, ja, ist viel stabiler geworden jetzt. Marco kann uns helfen und kann dann auch eine echte Gefahr sein in so einem Playoff-Match. Gegen auch eine Top-Mannschaft aus dem Norden. Also von daher, wenn alle fit sind, muss man Speyer erstmal auch schlagen. Vor allem hier in der eigenen Halle. Ja, definitiv. Ich glaube aber, es geht erst zu den besser Platzierten. Ja gut, die haben den Heimvorteil. Genau, das heißt, richtig. Wenn es zum dritten Spiel geht, dass sie dann nochmal das dritte Spiel zu Hause... Ist es Best of 3 oder Best of 5? Nee, Best of 3. Ja genau, das heißt, das zweite Spiel ist zu Hause. Dann auch wieder
Genau. Das zweite Spiel ist zu Hause und das dritte wäre dann... Wieder dort, genau. Ja. Das heißt, die haben, weil sie besser platziert sind, eben den Heimvorteil. Man muss also ein Spiel stehlen, wenn man gegen den besseren antritt, ja. So, Röndorf nochmal mit ein bisschen aggressiver Verteidigung. Mathieu kriegt aber den Foulpfiff. Und geht da auch an die Linie. Ja, war etwas glücklich, muss ich sagen, weil es waren schon zwei, drei Röndorfer mit ihren Händen dargestellt. Filipovic muss auch jetzt auf die Bank. Er denkt irgendwie, dass er das Foul wahrscheinlich nicht bekommen hat, aber er kriegt das Foul und er geht mit 5 Fouls auf die Bank. Und Jannik kommt wieder. Genau, und Mathieu geht an die Linie. So, Sebastian, falls es wirklich zu einem Playoff-Spiel kommt, kriegen wir die Halle nochmal so voll wie beim letzten Heimspiel. Oh, da bin ich gespannt. Annähernd so voll, glaube ich, ja, aber nicht ganz so voll. Glaube ich nicht. Schön verteidigt von David Pisic. Achtung, da gibt es eine Verletzung. Das wollen wir natürlich nicht sehen. Er hat gleich den Fuß gehoben. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Wahrscheinlich umgeknickt, nehme ich an. Ist er umgeknickt? Oder ist es ein Krampf? Er humpelt zur Bank. Also die Nummer 21, Jannik Duami ist auch... Das ist der Vorname, glaube ich. Jami Jannik. Jami Jannik, ja. Ist auch wie Rosic 18 Jahre alt. Oh, ein schöner Crossover. Ah. Ja, gutes 3 gegen 1. Bisschen holprig, aber dann erfolgreich abgeschlossen von Röndorf. Schöne Penetration von Marco Dordovic. Sehen wir noch die 100, Sebastian? Die nächste Frage. Ja, das ist ganz klar. Es kommen jetzt Julian und Flynn Lange. Julian Ife. Erstmalig ins Spiel heute. Ja, das zeigt auch, da wollen wir jetzt nochmal den Spielern, die normalerweise nicht so viel Einsatzzeit bekommen, nochmal ein paar Minuten geben. Ich glaube, über den direkten Vergleich brauchen wir nicht reden, Röndorf. Und weil er wird am Ende nicht mehr die gleiche Zahl haben. Also von daher definitiv ist heute die Höhe des Sieges auch egal. Wir möchten auch nicht an die Niederlage dort denken, weil wir haben richtig eine auf die Waffel bekommen dort. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Nee, das war richtig übel. Von daher ist eigentlich eine Wiedergutmachung jetzt gewesen. Sehr gut. Und ja, Franke geblockt. Wird geblockt beim Dreier. Das ist vielleicht eine seiner Schwächen, ist sein Wurf, der sehr relativ langsamer Release ist. Da habe ich für jemanden auch einfacher zu blocken. Blunt geht jetzt zum Korb, wird gefoult, geht mit 2 Schuss an die Linie. So, dann blicken wir doch auf das Spiel für nächste Woche, oder? Ja, schau doch mal nach, oder schauen wir mal nach, ob Bayern irgendwie gleichzeitig spielt. Weil das sind ja auch ein paar richtig gute Spieler, die oftmals bei der ersten Mannschaft mitspielen.
Ja, so Katschenkov, glaube ich. Richtig. Der hat unter der Woche... Ich glaube auch Dino Radončić, oder? Ja, auch, glaube ich, ja. Also, die haben beide unter der Woche noch Euroleague gespielt. Und der Katschenkov, der ist ja gerade mal 17 Jahre alt. Macht 22 Punkte im Spiel. Stark. Sehr, sehr stark. Ja, wie gesagt, ich habe diese Woche Euroleague gesehen, da hat er auch eine gute Rolle gespielt. In seinen, weiß nicht, 5-10 Minuten hat er sehr aggressiv verteidigt und wirklich ein toller Spieler. Ja, Diallo wieder über seine rechte Hand. Ich glaube, er hat jetzt 4 oder 5 Rechtskorbleger gemacht. Also Hasic mit dem Dreier, der fällt nicht. Und der muss abziehen. Hasic. Ja, Ball war nicht am Ring, damit 24 Sekunden leider abgelaufen. Weißt du, ob wir samstags spielen? Muss ich kurz gucken. Guck du mal, ob wir samstags spielen. Ich guck, ob. Ja, genau, wir spielen samstags, dem 6. Ja, die Bayern spielen am 5. zu Hause gegen Athen und am 7. gegen Braunschweig. Ja, wäre am 6. Zeit. von daher, ja, ich weiß nicht, wie die Jungs geschont werden oder auch nicht. Ob die dann 3 Spiele hintereinander mitmachen. Was meinst du? Ja, so ein Spiel auswärts in Athen am Abend. Nee, also das hier. Heißt, nee, das ist Spiel zu Hause. Spielen zu Hause gegen Athen. Dann kommen wir, spielen im BMW-Park. Und dann nochmal ein Heimspiel, ja. Und dann nochmal Braunschweig. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Jungs dann vielleicht wirklich spielen, ja. Also, dann wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel, das wir erstmal gewinnen müssen. Das ist natürlich immer was anderes, auswärts nicht ja, so ich bin, zu holen. Ja, ich bin jetzt an den Tabellensituationen, ich bin jetzt da nicht der Guru. Mit dem 13-12, je nach Spieleausgang. Vielleicht kann man ja sogar mit einer Niederlage. Richtig, kann man auch. Achter werden. Geht auch. Da zählen natürlich dann die direkten Vergleiche und Quervergleiche und Dreier- oder Vierervergleiche. Wir können ja mal schauen, gegen wen die anderen spielen. Also wir spielen gegen Bayern. In Bayern ist es klar. Hier, Leitershofen spielt gegen Oberhaching. Gegen Oberhaching. In Oberhaching, sehr schwierig. Ludwigsburg muss in Coburg ran, auch ein Auswärtsspiel. Also gut, das Einzige, was vielleicht etwas klarer ist, ist, die Fellbach Flashers spielen in Breitengüßbach. Also das müsste machbar sein für die Flashers. Und die stehen ja eben aktuell noch auf einem, aber nach heute vielleicht nicht mehr. Wenn die Tabelle jetzt, die Frage ist, sind natürlich die direkten Vergleiche und Dreiervergleiche und Vierervergleiche. Ja. Da müsste man mal reingucken. Da müsste man mal reingucken, wie Speyer gegen diese Mannschaften eben auch die direkten Vergleiche gespielt hat. Das können wir jetzt hier nicht gerade. Aber nach dem Sieg heute kann es in der Tat so sein, dass sogar eine Niederlage eventuell noch für den Playoff Platz 8 reichen könnte. Ja, du hattest vorhin gesagt, ob wir noch die 100 schaffen. Ja, dann kamen die Auswechslungen bis da. Ich glaube, da wurden kein Score mehr gemacht worden. Ja. Ja, da war der ein oder andere gute Wurf dabei eigentlich, aber Flynn jetzt mit dem Floater, schade. Ja, Julian bekommt den Rebound nicht zu fassen. Ja, der Touch ist aus. Und damit lege ich mich fest, die 100 schaffen wir nicht mehr. Ja. Ich war eigentlich davon überzeugt, aber
Ja, werden wir nicht schaffen. Gut, also, machen wir mal einen Rückblick. Hm? Also wir sind schon die ganze Zeit im Rückblick, oder? Und ja, im Vorblick. Im Vorblick also, auch schon. Eine solide Mannschaftsleistung. Erste Halbzeit mit einem extrem gut aufgelegten Simon Franke. Zweite Halbzeit dann eine geschlossene Teamleistung, gute Wurfquoten, einer deutlich besseren Verteidigung auf Speyerer Seite und damit einem verdienten Sieg, der schon sehr früh klar war. Ich bin jetzt nochmal von David Pisic zum Korb durchgegangen. Ne? Ja, ich würde gerne auch nochmal einen Marco hervorheben, den hattest du schon erwähnt und der hat auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein die letzten Wochen, Monate gewonnen nach seiner Verletzung, auch durch Spiele in der zweiten Mannschaft, hat heute ein richtig tolles Spiel gemacht, finde ich. Und du hattest erwähnt, dass ja, wenn alle gesund bleiben, wir wirklich auch für die Top-Teams eine Gefahr sein können. Ja, du weißt auch nie, ob die anderen Teams gut und gesund sind. Ne? Das ist, ja. Und Speyer ist jetzt zum Saisonende gesund und hat jetzt ein paar gute Kaliber auch geschlagen, kommen mit Selbstbewusstsein, gerade zu Hause und damit müssen wir erstmal hierher kommen, ja, ganz klar. Matthias jetzt nochmal mit dem Ballverlust. Ja, Simon hat sich wahnsinnig gemacht in den letzten Wochen. Dann nochmal im Tee. Ja. Nochmal ein Tee, das ist auch sein zweites Tee und damit muss er eigentlich auch vom Feld. Oder? Zweites persönliches. Ah, nee, Tees kann man so viel machen, wie man will, ne? Oder wie war das? Ja, es aber ist trotzdem sein fünftes. Ist trotzdem sein fünftes. Da ist es egal. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ich glaube, zwei unsportlich ist man raus, aber zwei Tees. Ich glaube, man kann vier Tees machen oder fünf. Ja, fünf auf jeden Fall. also, aber. Okay, wir gucken nach. Wir nachgucken. Fürs nächste Spiel gucken wir nach. Ja, ich mache nicht so gerne Tees, deshalb weiß ich das nicht. Ja. Sebastian, du hast in deiner Karriere mehr Tees gehabt als ich. Wirklich? Nee, definitiv nicht, oder? Ja, wir haben einen in der Mannschaft gehabt, der hat noch mehr bekommen. Spitzenreiter. Bestimmt. So, noch 23 Sekunden. Sehen wir noch einen Abschluss oder lassen wir jetzt den Ball austrudeln. Röndorf will noch mal ein bisschen Druck zeigen. 20 Punkte Vorsprung. Ja, wir stehen mal hier auf. Matthäa nochmal mit dem bösen Foul. Ja, der Ball geht nochmal verloren nach eigenem Einwurf. Das will natürlich der Karl nicht sehen. Vielleicht gucken wir gleich nochmal in den Chat. Willst du nochmal in den Chat gucken? Vielleicht hat irgendjemand die Quervergleiche mit Sicherheit durchgerechnet. Nicht. Ja, ich glaube nicht. Komm, da ist doch bestimmt einer. Ein Freak dabei. Da ist doch bestimmt einer zu Hause. Der hat das mal durchgerechnet. So, zweiter Freiwurf. Ja, wir hatten hier noch die Frage, wie viele Zuschauer heute da sind. Ja, wir haben heute nicht die 700 geschafft, wie es in der Zeitung stand. Wahrscheinlich waren es ja mehr. Wir haben so, ich schätze so 350, 300 Zuschauer heute da. So, also 19 Punkte. Vorsprung gerettet als Sieg. Toller Basketballabend. Er kann zufrieden sein. Karl kann zufrieden sein. Ja. Tabellenführer geschlagen. Und somit lebt der Traum vom Playoff 2023-2024. Und wir wünschen Röndorf einen guten Heimweg. Hoffentlich hat sich Beck nicht mehr verletzt, der humpelt jetzt in die Kabine. Ja, hier links zu sehen, tatsächlich, ja. Das ist natürlich ein schwerer Schlag, aber wenn sie ihre anderen Spieler zurückbekommen, werden sie sicherlich anders auftreten und hoffentlich die Südgruppe auch in den Playoffs gut vertreten. Wir wünschen ihnen alles Gute, auch in den Playoffs. Ja, frohe Ostern, wünschen wir auch mal noch.
oder? Ja. Ostereier suchen, morgen. Werden wir machen. Und ja, alles Gute, vielleicht dann bis zum Heimspiel, wenn es geschafft wird, im nächsten Livestream. Ja, ich denke, das wird dann frühestens in 3 Wochen sein, wenn ich das richtig überblicke. Und wir wünschen unserer Mannschaft natürlich alles Gute nächste Woche in München. Ja. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Ciao.